Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute gucken wir uns die neue 5-Sterne-Figur Kryo Shenhe an. Sie ist eine adeptische Schülerin mit einer übernatürlichen Aura, die ihr das langjährige eremitenhafte Leben in den Bergen von Liyue verleiht. Ihr Charakter ist von dem Gleichmut und der Distanzierung der Adepten zutiefst geprägt. Ja, sie ist im Probelauf verfügbar und entsprechend kann sie jeder gratis ausprobieren. Und genau das machen wir heute auch. Sternbild kurz, ermöglicht eine weitere Anwendung von Mantra der Geisterbeschwörung. Verringert die Wirkungsbedauer von Geisterbefehligung der göttlichen Jungfrau und erhöht den Schaden. Erhöht die Stufe der Fähigkeit Mantra um 3. Verleiht beim Auslösen des Schadensbonus von Eisfeder durch Figuren im von Shenhe selbst verliehenen Zustand Eisfeder eine Stapelung Frosthimmel-Mantra, entfernt beim Auslösen von Mantra der Geisterbeschwörung durch Shenhe alle Stapelungen von Frosthimmel-Mantra und erhöht den mit diesem Mantra der Geisterbeschwörung verursachten Schaden je nach der Menge an entfernten Stapelungen um 5%. Dieser Effekt ist 50-fach stapelbar und hält 60 Sekunden. Damn. Erhöht die Stufe der Fähigkeit Geisterbefehligung um 3. Und verringert beim Auslösen von Eisfeder, die mit dem Schaden von Standardangriffen und heftigen Schäden von Figuren keine Stapelungen von Eisfeder. Wait, what? Verringert beim Auslösen von Eisfeder mit dem Schaden von Standardangriffen und heftigen Schlägen von Figuren keine Stapelungen von Eisfeder mehr. So, jetzt ist richtig. Ja, und dann zu den Talenten. Das ist natürlich am wichtigsten. Ich würde sagen, wir fangen mal ausnahmsweise von unten nach oben an. Erstmal mit den passiven Talenten. Das finde ich persönlich nämlich ziemlich cool. Und zwar bringt bei 20-stündigen Erkundungsentsendungen in Liyue 25% mehr Belohnungen. Das heißt, wie als hätte, wäre man 25 Stunden unterwegs gewesen, beziehungsweise halt einfach wesentlich besser. Also das ist, finde ich, ziemlich krass. Und ja, cooles passives Talent. Ja gut, okay, jetzt müssen wir uns wahrscheinlich doch erstmal die Fähigkeiten durchlesen, sonst macht es keinen Sinn. Als erstes der Standardangriff, der ist wie immer nicht so spannend. Führt bis zu 5 Lanzenstiche hintereinander aus. Heftiger Schlag, verbraucht eine gewisse Menge Ausdauer, sticht geschwind nach vorn und fügt den Gegnern in der Bahn Schaden zu. Und Angriff aus dem Fall, schlägt beim Fallen aus der Luft auf den Boden auf, greift alle Gegner in der Bahn an und verursacht beim Aufkommen Flächenschaden. Dann. Keine Ahnung, was das gerade war, weil ich da schon das Spiel stürzt habe. Eine sehr lange Elementarfähigkeit. Fester und silberner eisiger Tau möge das Böse vertreiben. Verleiht allen Truppenmitgliedern in der Nähe den Effekt Eisfeder und verursacht je nachdem, ob gedrückt oder gedrückt gehalten wird, auf unterschiedliche Weise Kryoschaden. Drücken. Stößt gemeinsam mit einem Talismangeist vor und fügt Gegnern in der Bahn Kryoschaden zu. Gedrückt halten, befiehlt dem Talismangeist Kryo Flächenschaden zu verursachen. Und die Eisfeder erhöht den Gegnern mit Standardangriffen, heftigen Schlägen, Angriffen aus dem Fall, Elementarfähigkeiten und Spezialfähigkeiten zugefügten Kryoschaden basierend auf Shenhes eigenem aktuellen Angriff. Der Effekt Eisfeder erlischt nach dem Ende der Wirkungsdauer oder nach dem Inkrafttreten einer bestimmten Menge an Stapelungen. Eisfeder hält beim Gedrückthalten länger und verleiht mehr Stapelungen als beim Drücken. Verbraucht beim Treffen mehrerer Gegner mit einem einzelnen Kryoschaden eine der Anzahl der getroffenen Gegner entsprechende Menge an wirksamen Stapelungen. Die wirksamen Stapelungen jedes Truppenmitglieds mit dem Effekt Eisfeder werden unabhängig voneinander berechnet. Die Macht der Geister ist keine Täuschung. Hunderte von ihnen arbeiten für mich. Die göttliche Jungfrau befiehlt, in den Talisman zu eilen. Los. Dann die Spezialfähigkeit Geisterbefehligung der göttlichen Jungfrau entfesselt die Kraft des Talismangeists, lässt ihn auf die Welt los und verursacht Kryo Flächenschaden. Der Talismangeist erschafft ein Feld, das den Kryo-Widerstand sowie den physischen Widerstand von Gegnern darin verringert und ihnen fortlaufend Kryoschaden zufügt. Der Weg der Adepten ist kein dunkles Mysterium, sondern kann begriffen werden, wenn man die Wandlungen von Himmel und Erde beobachtet und die Zusammenhänge in der Welt versteht. Dann noch die beiden passiven Talente. Göttliche Umarmung erhöht den Kryoschadensbonus aktueller Figuren im Wirkungsbereich von Geisterbefehligung der göttlichen Jungfrau um 15%. Und verleiht nach Anwendung von Mantra der Geisterbeschwörung durch Shenhe allen Truppenmitgliedern in der Nähe folgende Effekte. Drücken erhöht mit Elementarfähigkeiten, Spezialfähigkeiten verursachten Schaden 10 Sekunden lang um 15%. Gedrückt halten erhöht mit Standardangriffen, heftigen Schlägen und Angriffen aus dem Fall verursachten Schaden 15 Sekunden lang um 15%. Also quasi das gleiche, nur die Art welche Angriffe gebufft werden, ist unterschiedlich, je nachdem, was man macht. Und das zweite hält länger. Ja, also das heißt, ihre Elementarfähigkeit ist auf jeden Fall hier die komplexere Fähigkeit, da sie mehrere Effekte hat und verschiedene Anwendungsmöglichkeiten.
Und sie ist neben dem, dass sie wahrscheinlich schon ein DPS ist, also würde ich jetzt zumindest mal sagen, also vor allem die Spezialfähigkeit wird wahrscheinlich ziemlich viel Schaden machen. Beziehungsweise gut, könnte man auch sagen, die Elementarfähigkeit könnte man machen und dann auf einen zweiten Kryo-Charakter wechseln, um mit dem noch mehr Schaden zu machen. Ja, könnte man natürlich schon sagen. Aber ich meine, sie wird auf jeden Fall, also selbst wenn sie ein, also sie wird wahrscheinlich ein Sub-DPS sein, schätze ich mal, weniger ein Main-DPS. Aber ja, auf jeden Fall interessant. Und wir gucken uns das Ganze jetzt noch in der Praxis an. So, wir laden jetzt in den Probelauf. Und dann gucken wir mal, was Shen He so kann. Ich denke mal, das müssen wir uns jetzt nicht mehr durchlesen. Das ist immer noch mal so eine kleinere Zusammenfassung. Ist nicht eins zu eins der gleiche Text. Oder nicht immer. Ja, auf jeden Fall Stangenwaffen-Nutzerin. Sie trägt, glaube ich, auch die neue Waffe, müsste das sein. Schauen wir mal. Das müsste, glaube ich, Ende des Unheils sein, genau. Erhöht den Schaden aller Elemente um 12%, verleiht beim Auslösen, die Waffe sieht by the way richtig cool aus, finde ich, verleiht beim Auslösen einer Elementarfähigkeit den Effekt Vollkommenheit, der 20 Sekunden hält, den Angriff pro Sekunde um 3,2% erhöht und sechsfach stapelbar ist. Also dann quasi auf, was sind das dann, 19,2%. Wenn die mit dieser Waffe der ausgerüstete Figur inaktiv ist, wird der Angriffsbonus verdoppelt. Das heißt, im Endeffekt auch die Waffe, also die 5-Sterne-Waffen, die hier released werden, sind ja fast immer auf auch neue Charaktere ausgelöst. Eigentlich immer schon so gedacht, dass der Charakter, der da mit der Waffe zeitgleich rauskommt, meistens auch die Waffe tragen soll. Und ich vermute mal, du, also der Effekt läuft und das wird sich wahrscheinlich ziemlich deckungsgleich mit der ultimativen Fähigkeit von Shen He decken. Das heißt, du machst die Spezialfähigkeit. Die macht er dann fortlaufend Schaden. Das ist ja nicht ein Schaden, sondern das ist ja ein Effekt, der anhält. Also dieses Eisfeld, was dann erschaffen wird. Und dann wechselst du, während dieser Effekt hier passiv läuft. Und dann macht deine Spezialfähigkeit immer mehr Schaden. Die wird immer stärker mit jeder Sekunde. Und zwar doppelt so stark. Also dann kriegt sie quasi noch schneller diesen Angriffsbonus auf Maximalstufe. Also auf den höchsten möglichen Angriffsbonus. Und ja, ich denke mal, so ist das dann irgendwo. Die Combo. Was hat sie als Artefakte bekommen hier? Zwei verschiedene Sets, oder? Ja, doch. Zweimal Angriff 18%, genau. Also anscheinend soll man sie auf einfach nur Vollangriff bauen. Interessant. Naja, wie gesagt, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Ah ja, genau, stimmt. Das ist noch ihre Elementarfähigkeit. Das ist ihr heftiger Schlag. Und das ist ihre normale Schlagkombo. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Erinnert mich ein bisschen an Hu Tao tatsächlich. Ja, so ähnlich. Ja, gucken wir mal. 20 Gegner haben wir. Wait, what? Das hat er gar keinen Schaden gemacht. Was war das denn? Okay, schauen wir mal. Gedrückt erhalten ist der Flächenschaden. Oh, okay, das sieht schon besser aus. Aber Alter, der Cooldown ist ja krank. 15 Sekunden Cooldown bei gedrückt halten und 7 oder 8 Sekunden Cooldown beim einfachen Drücken. Ja, okay, dann ist er auf jeden Fall definitiv nur ein Sub-DPS. Ja. Das heißt, du wechselst dann die Charakter und dann kriegst du diese Eisfeder-Effekte. Das ist. Oh, das ist aber schade, finde ich. Ja. Dann schauen wir mal die Spezialfähigkeit. Und hier ist jetzt im Endeffekt genau das gleiche, wie gerade schon gesagt. Da wechselt man dann am besten auch einfach den Charakter. Dann hat man Kombi-Effekte und einfach mehr Schaden. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Bisschen underwhelming tatsächlich. Aber das ist halt immer so, wenn ein Charakter ein Supporter ist, dann ist der Charakter an sich halt meistens nicht so interessant. Aber wir müssen es auf jeden Fall noch weiter probieren. Also die Combo, die wir jetzt in dem Fall machen können, ist quasi drücken. Elementarfähigkeit und dann mit Chaos Elementarfähigkeit angreifen. Das ist ein Damage Boost. Oder man macht gedrückt halten und kämpft dann mit den anderen. Wobei das. Ich meine, das Team ist jetzt natürlich nicht so gut zum Ausprobieren. Ich meine, so ein Team würde man niemals bauen. Also, ich denke mal, bei ihr ist es mindestens. Also, du musst mindestens einen weiteren Kryo-Charakter mit ihr spielen, sonst ergibt es überhaupt keinen Sinn. Weil ihre Spezialfähigkeit zum Beispiel verringert deinen Kryo-Widerstand. Die Eisfeder erhöht den Kryo-Schaden. Das heißt, es ist eigentlich zwingend erforderlich, dass du mindestens eine weitere Kryo-Figur mit ihr im Team spielst, weil erst dann entfaltet sie überhaupt ihr maximales Support,
Potenzial. Ansonsten macht es einfach keinen Sinn, weil die Elementarfähigkeit, der Zusatzeffekt der Elementarfähigkeit Eisfeder, wir können es auch nochmal anschauen. Ich habe es mir jetzt auch nochmal angeschaut. Das erhöht halt nur den Kryo-Schaden. Das habe ich vorhin, glaube ich, auch nicht so hundertprozentig umrissen. Erhöht mit Gegnern, blablabla, zugefügten Kryo-Schaden. Basierend auf Shenheys eigenem aktuellen Angriff. Das heißt, hier handelt es sich nur um Kryo-Schaden. Und hier zusätzlich, das ist die gleiche Fähigkeit, zusätzlich allen Schaden. Also sie bufft allen Schaden, aber am meisten bufft sie den Kryo-Schaden. Und das Heftigste ist halt, bei einfachen Gedrücktheiten erhöhst du hier den Elementarfähigkeitsschaden um 15% und den erhöhst du hier ja auch schon. Das heißt, nicht Gedrücktheiten, beim Drücken. Also einfach nur drücken und dann, theoretisch, wenn du noch drei weitere Kryo-Charaktere hast, drei Elementarfähigkeiten innerhalb dieser 10 Sekunden reinballern, plus die Spezialfähigkeit, die den Kryo-Widerstand verringert, das müsste quasi jeden Gegner komplett zerplatzen lassen. Außer er ist halt immun gegen Kryo oder so, aber ihr wisst, was ich meine. Also ja. Genau, das heißt, wir müssen jetzt quasi drücken. Und jetzt macht Kaya Boom. Genau, jetzt hat Kaya eben diesen kranken Bonus bekommen. Deswegen hat Kayas Angriff vorhin auch so viel Schaden gemacht. Und wenn wir es jetzt anders machen, jetzt machen wir gedrückt halten. Das dürften die eh nicht überleben, oder? Oh, doch. Genau. Und jetzt sind die Standardangriffe gebufft. Merkt man jetzt natürlich nicht so krass. Ich meine, es ist nur Kaya. Es ist jetzt hier, das sind hier alles nur 4-Sterne-Charaktere, die uns hier supporten. Deswegen, wie schon gesagt, das sind jetzt nicht die idealen Charaktere, um das wirklich zu testen. Keine Frage. Aber eben, man soll es ja auch nur testen. Das ist jetzt ja kein hier fetter Bossfight. Ich meine, das funktioniert schon ziemlich gut, würde ich sagen. Aber, ja, ich bin kein so großer Fan davon. Oder ich meine, was heißt kein so großer Fan davon? Ich meine, man braucht auch Support-Charaktere. Aber einerseits ist halt diese Elementarbindung, hat man natürlich nicht unbedingt. Ich meine, das ist natürlich Schwachsinn, du musst Shenhe nicht unbedingt mit verschiedenen Kryo-Figuren spielen im Team. Aber es bietet sich halt einfach an und ich bin kein Fan davon, wenn man so einen Spielstil aufgezwungen bekommt und im Endeffekt nicht selber wirklich entscheidet, was man macht. Kann man natürlich, aber wie gesagt, also warum sollte man hier keinen zweiten Kryo-Helden nehmen? Also, beziehungsweise man wird halt eigentlich dazu mehr oder weniger genötigt. Aber mal gucken. Ich werde auf jeden Fall während der Aktion wahrscheinlich Rowan. Zhao möchte ich nicht unbedingt haben, sage ich mal so. Also nichts gegen Zhao, aber ja. Deswegen werde ich wahrscheinlich für Shenhe Rowan. Also eigentlich für Yun Jin. Aber vielleicht kriege ich sie. Ich hoffe tatsächlich nicht unbedingt. Also ja, mal schauen. Ich muss es mir noch überlegen. Aber die Aktion geht dann noch 3 Wochen. Also bis dahin hat man auf jeden Fall noch Zeit, sich das gut zu überlegen. Auf jeden Fall danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich mal selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.